wir werden 2016 vom Stradale ausgerüstet, einem amerikanischen Hersteller. Der Gründer hat Wurzeln hier in der Pfalz sogar. Und der steht unheimlich hinter dem Team, unterstützt uns auch, ist praktisch auch unser Hauptsponsor. Und ja, also es sind echt gute Räder. Ich kann mich wirklich nicht beklagen. Fährt top bisher und ich denke, da haben wir wirklich einen Partner für die Zukunft. Ja, wie jeder andere Rennfahrer fahre ich natürlich auch sehr gern bei Sonne, aber also ich bin einer, der auch sehr gern im Regen fährt. Im Rennen kann ich mich da unheimlich motivieren, gerade wenn es während dem Rennen anfängt zu tröpfeln. Da geht manchmal so ein richtiger Schub durch mich durch und ich denke mir, jetzt geht nochmal richtig was. Ja, das ist... Da müsste ich ein bisschen ausholen. Also ich würde mal sagen, Lieblings-UCI-Rennen ist der IWT in Belgien. Bin ich jetzt schon dreimal gefahren. Über Mauer von Gerardsbergen und so weiter. Ein Wahnsinns-Event. Macht unheimlich Spaß, aber dieses Jahr werde ich ja dann noch einige andere kennenlernen. Straßenrennen in Deutschland, ganz klar Bellheim, über 200 Kilometer. Mein absolutes Lieblingsrennen. Rundstreckenrennen, würde ich sagen, ist rund um Dom und Rathaus in Aachen. Auch über Kopfsteinpflaster. Wahnsinnsrennen, wenn man nach 30 Kilometern schon Blasen an den Fingern hat. Das macht unheimlich Spaß. Und das Lieblingskriterium, auf jeden Fall das Roschbacher Kerbe-Kriterium, das ja dieses Jahr leider nicht fahren kann, weil das nur AB ist. Ja, also ich fahre, wie schon erwähnt, besonders gerne Kopfsteinpflaster. Das hat sich die letzten Jahre immer weiter gesteigert. Dieses Jahr hatte ich wirklich in jedem Rennen, wo Pflaster war, war ich in den Top 7. Ich habe das mal ausgewertet, also wo richtiges Pflaster war, nicht so ein paar Meter. Dann bin ich recht antrittsschnell. Ein bisschen kann ich auch sprinten, bin jetzt aber nicht der reine Sprinter. Kleine Hügel, Berge, das alles liegt mir ganz gut. Ja, so lange habe ich das Zeitfahren als meine Schwäche eigentlich gesehen. Ist in letzter Zeit eigentlich deutlich besser geworden. Ganz klar, lange Berge, das liegt mir nicht. Ja, also tatsächlich im Sommer wären es 10 Jahre. Das war im WM-Sommer 2006, als ich zum ersten Mal im Vereinstraining beim RV Göllheim war. Und ja, ich bin dabei geblieben und es wird jedes Jahr immer besser. Ja, ich habe sehr viel trainiert, muss ich sagen. Hat angefangen im November schon, wo ich sehr viel machen konnte. Dann im Dezember das Trainingslager in Miami. Da war natürlich unheimlich viele Kilometer, weil es ja da komplett auch flach war. Dann war ich jetzt zweimal noch langlaufen und dazwischen natürlich jetzt der Mallorca-Aufenthalt. Und auch dazwischen immer, wenn ich mal daheim war, war ja nicht so oft, da konnte ich auch immer gut trainieren. Also ich habe schon viel gemacht. Sehe mich auch auf einem guten Weg momentan. Es fehlen jetzt noch wirklich die Feinabstimmungen in den nächsten 3 Wochen, wenn es dann mit dem nächsten Rennen in Frankreich und Kamerun wahrscheinlich dann weitergeht. Ja, also so gut 7000 werden es schon sein. Ja, also langlaufen tue ich schon bestimmt jetzt, ich glaube 2008 habe ich das erste Mal gemacht und habe das wirklich jetzt jedes Jahr im Winter eigentlich mindestens einmal gemacht. Ja, und mit dem Tobi, mit meinem Trainer auch, macht das natürlich auch riesen Spaß und ich denke, dass das eine extrem gute Ergänzung zum Radtraining ist.
Ja, die letzten Jahre hab ich immer ein bisschen Hallenfußball gespielt, einmal die Woche, aber da ich da mir zweimal das Außenband am linken Fuß gerissen habe, habe ich das den Winter mal gelassen. Bin früher auch öfter mal geschwommen, das mache ich auch nicht mehr. Klar, Langlauf, das ist ein ganz großer Faktor, war ich ja jetzt zweimal auch in Oberhof. Dann jeden Donnerstag in Göllheim bei meinem Verein, wo ich angefangen habe Rad zu fahren, Hallentraining. Das wird sehr professionell durchgeführt und das bringt richtig viel. Und auch daheim bin ich natürlich mit Black Roll unterwegs, was halt momentan alles so in ist, das Faszien. Training, sage ich mal, auch ein bisschen Dehnen ist dabei, ganz klar. Also da bin ich, denke ich, schon auf einem relativ guten Stand. Ja, seit diesem Jahr bin ich bei IQ Athletic in Frankfurt und da werde ich betreut von Sebastian Mühlenhoff und Tobi Ohlenschläger, den ich ja schon seit Jahren als ehemaligen Teamkollegen gut kenne. Und ja, da erhoffe ich mir einen größeren Schritt dann auch davon. Ja, da bin ich ja extrem akribisch in dem Bereich. Ich ernähre mich, nachdem ich das letztes Jahr schon mal probeweise gemacht habe, glutenfrei und kuhmilcheiweißfrei. Machen ja immer mehr Sportler und der Hintergrund ist halt, dass der Körper zu viel Energie verbraucht, indem er diese Sachen verarbeitet und ja, die will ich mir halt sparen. Ja, also wie jedes Jahr natürlich das Bellheimer Rennen über 200 Kilometer, ganz klar. Aber jetzt dieses Jahr speziell als KT-Fahrer ist es natürlich wichtig, bei allen UCI-Rennen, die wir fahren, mich bestmöglich irgendwie zu präsentieren und da alles zu geben. Die Profi-DM natürlich, großes Ziel. Das große Ziel von der Mannschaft ist im Juli die Tour of Qinghai Lake über 2 Wochen in China. Da werden die Etappen auf 2.500 Meter im Durchschnitt so ausgetragen. Soll unheimlich schwer sein da. Und das ist wirklich praktisch die Tour de France für uns dieses Jahr. Da wird alles für in die Waagschale geworfen.